Glückliche Hanseaten. Der öffentliche Nahverkehr in Hamburg ist der kundenfreundlichste in Deutschland. Die Stadt erhielt vom Automobilclub Mobil in Deutschland Bestnoten, vor allem wegen der günstigen Kindertickets und des durchgängigen Nachtverkehrs. Auf dem zweiten Platz landete München, vor Leipzig und Hannover. Schlusslicht ist Frankfurt. Hier fehlt es vor allem an Park-and-Ride-Plätzen.